Israel hat irgendwie den Krieg erklärt, wenn es um vierstrahlige Flugzeuge geht. Die Cessna, von der ich gestern im Facebook Live berichtet habe oder auf YouTube Live, ist leider abgestürzt. Da gibt es ein Update, was passiert sein könnte. Dann haben wir einen Deal mit Etihad nach Down Under in der Business Class. Und wir haben Meilen sammeln, bis der Arzt, bis der Flieger kommt, sorry. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. An dieser Stelle nochmal die Erinnerung an alle, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen, aber auch zu kommentieren, ganz, ganz wichtig. Und zum Stammtisch kommen, 12.09. und am 10.09. ist München. Das erste, der 12.09. war in Frankfurt und ist in Frankfurt mit Lufthansa World Shop zusammen. Ihr könnt Lose kaufen, ihr könnt was gewinnen. Das erste Thema ist Israel und der Bann von vierstrahligen Flugzeugen. Es gibt im Moment eigentlich sehr wenige vierstrahlige Flugzeuge, die Israel anfliegen. Um nicht zu sagen, eigentlich gar keine zivilen. Das sind meistens irgendwelche Frachtmaschinen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das heißt also, das sind Maschinen, die Cargo bringen. Aber nichtsdestotrotz, was ist in Israel los? Ganz einfach, weil die 747, die hat ja eine Geschichte, die wirklich da auch zu legendären Sachen beigetragen haben. Wir überlegen ganz einfach, was da alles war. Zum Beispiel hält Israel den Weltrekord mit der Boeing 747 mit den meisten Passagieren an Bord. Und man hat quasi damals beim Weltrekord Juden rausgeholt und ein Jumbo ist mit 1086 Passagieren in Addis Abeba gestartet und hat die Leute evakuiert. Die haben da auf den Gängen gesessen und überall. Also es war rein theoretisch, wäre es ein unsafe Flight gewesen, aber in dem Fall war es natürlich nicht anders möglich. Ja, 2019 hat El Al ihre letzte 747 stillgelegt und die Nachfolgerin 747-8 ist dann auch irgendwie nicht gekommen. Und was wollen wir dazu sagen? Die israelischen Airport Authorities haben beschlossen, dass ab dem Sommerflugplan 2023 viermotorige Flugzeuge nicht mehr am Flughafen Tel Aviv Ben Gurion landen dürfen. Israelische Medien haben das auseinanderklambüstert. Flughafenbehörden haben sich auch schon mit Airlines in Verbindung gesetzt, damit sie sich rechtzeitig darauf vorbereiten können. Die belgische Frachtairline Challenge Airlines mit der 747 fliegt oft das nach Israel, aber auch die Antonov Airlines fliegen nach Israel. Warum? Ganz einfach. Ich glaube, man hat so ein bisschen Angst vielleicht vor Emirates. Ja, weil Emirates fliegt ja jetzt neuerdings nach Israel von Dubai aus mit der 777. Und wenn man dann mit der 380er kommen würde, wäre das vielleicht ein Problem. Ich weiß es nicht, was es sonst für ein Grund sein könnte, als den eigenen Markt zu schützen, weil wir wollen ehrlich sein, viel mehr Lärm als der 380er. Also ich denke mal, dass das nicht so ein Riesenthema ist, weil eine 777-380er, so viel nehmen die sich da von dem Soundteppich nicht. Aber wer mich da erleuchten kann, gerne kommentieren unten, was ihr daran haltet oder was ihr davon haltet, dass man daran denkt, in Israel so etwas zu machen. Also verwirrend, verwirrend, verwirrend. Ach, die 340-600er. Fliegt Lufthansa damit dahin? Nee, die fliegen am 320er. Kleine versteckte Sozialkritik. Ja, gestern Abend, trauriges Thema, hatte ich ja von der Cessna 551 gesprochen, die auf dem Weg von Jerez nach Köln-Bonn war. Und der Funkkontakt ist abgebrochen, kurz nach dem Start, vermutlich wegen Druckabfalles. Und dann ist die Maschine leider vor der Küste Lettlands ins Trudeln geraten, weil der Sprit alle war und ist dann ins Wasser gefallen. Es gibt natürlich bis jetzt nur Theorien, weil es ist halt nichts, was in irgendeiner Art und Weise bestätigt ist. Es handelt sich auch um einen Kölner lokal bekannten Mann. Ich hatte das im Express, glaube ich, gelesen. Ich habe das jetzt weggeklickt. Kann euch das nochmal schnell suchen, wenn ihr das wissen wollt. Und zwar handelt es sich da um den in der Karnevalsszene bekannten Peter Griesemann, der mit seiner Frau und seiner Tochter und deren Freund
an Bord des Fluges waren. Und alles sehr traurig, schade. Und man hat bis auf einen Ölfleck in Anführungsstrichen nichts gefunden. Die Marine ist mit Suchschiffen und Helikoptern unterwegs und sucht dann noch. Auch hatte so ein Schiff einen Kurs auf die Unfallstelle zugenommen. Und es werden 6 Quadratmeter durchsucht. Und diese Quadratmeter sind, 80 Meter tief war es. Also jetzt nicht wirklich so tief. An der Suche auf jeden Fall sind, wenn man sich das Ganze bei der Luftwaffe angeschaut hat, aus Litauen, aus Estland Truppen beteiligt, die zu suchen. Ja, das ist leider so. Und das macht ja auch irgendwie sehr traurig, weil man hatte schon so ein Erlebnis gehabt, wenn so ein Druckabfall ist und die Leute dann incapacitated sind, wie es so schön im Englischen heißt. Heißt also, das wäre dieser Pegasus-Flug gewesen, der mir da direkt in den... Helios in Griechenland, der mir da in den Kopf gekommen ist. Und da war ja eine 737-300, die am 14. August, welches Jahr war das eigentlich? Ist auch schon länger her. Hier steht leider nur 14. August, die Helios 552, die dann abgestürzt ist. Und das waren wenige Kilometer nordwestlich des Athener Flughafens. Ja, dann die andere Sache, ach ja, das war noch eine Frage, die ihr gestellt hattet, beziehungsweise die ich bekommen habe per WhatsApp, war, warum ist der dann einfach weitergeflogen, so weit weg? Also im Prinzip ist es so, man gibt ja in den Flight Management Computer die Ziele an und die Strecke an. Und wenn man halt den letzten Waypoint abgeflogen hat, dann fliegt die Maschine einfach straight weiter und bis der Sprit dann alle ist. Und das ist halt das, was passiert ist. Dann haben wir bei der Lufthansa auch noch merkwürdige Gebaren, hätte ich fast gesagt. Und zwar nach der ersten Streikwelle, die wir letzte Woche über uns haben ergehen lassen, zumindest was das Cockpit angeht und seit 2017 logischerweise, seien bislang keine konkreten Gesprächstermine noch verbesserte Angebote eingegangen, sagt die Vereinigung Cockpit. Und die Unternehmenssprecherin betonte zwar, dass man grundsätzlich immer gesprächsbereit ist, reden sollte man ja immer machen, aber Lufthansa hat keinen konkreten Termin genannt. Und man möchte halt eine zweite Streikwelle verhindern, sagt die Gewerkschaft, deshalb müsste man reden. Aber am Freitag waren halt 130.000 Passagiere betroffen, 800 Flüge. Und die Lufthansa hat nach eigenen Angaben einen Schaden von 32 Millionen Euro erlitten. Am Samstag hatte sich der Flugbetrieb an den Drehkreuzen zwar natürlich wieder stabilisiert, aber man hat ja auch viele Flüge ausfallen lassen. Und wir hatten das ja auch besprochen, teilweise in einigen den Calls, die ich gemacht habe, wo man auch darunter gelitten hat. Ich gehe jetzt nicht mehr darauf ein, was da alles gefordert wird gegenseitig. Warum? Ganz einfach, weil das ist ja schon durchgekaut. Dann haben wir wieder schöne Themen. Die Folge soll ja immer mit schönen Themen aufhören. Und ich habe, glaube ich, sogar 2 schöne Themen. Und zwar einmal Meilen sammeln, bis der Flieger kommt. Und nicht wie der Arzt. Denn mit seinen breit gefächerten Angeboten an Shops am Frankfurter Flughafen können wir es schon. Jetzt auch am Hamburger Flughafen können wir sammeln. Und man ist jetzt seit Juni 2022 Partner von Lufthansa Miles & More. Und die teilnehmenden Geschäfte geben einen Meilen. Und zwar sagt der Senior Director Partner Sales and Ambient bei der Miles & More GmbH. Titel muss man haben. Ne? Also alleine die Visitenkarte ist ja länger. Vielleicht hätte Armin Chapla, ich weiß gar nicht, wie man das betont, muss ich mal fragen, hätte das dann nicht schöner sagen können als Europas führendes Loyalitätsprogramm für mobile Menschen ist unser größtes Anliegen, unser Portfolio entlang der Reisekette stetig zu erweitern und das Meilensammeln für unsere Teilnehmer mit relevanten Partnern an allen wichtigen Touchpoints möglich zu machen. Ja, Bullshit-Bingo auch, Touchpoints war erwähnt worden und Loyalitätsprogramm. Und das erfüllt man jetzt mit dem neuen Partner Hamburg. Aber nichtsdestotrotz ist es halt einfach so, wenn wir uns das mal angucken, welche Marken da betroffen sind am Flughafen. Da sind solche Marken wie Gent, wie Wolford, Mövenpick, Marché, Pier 1. Ich blende es ja gerade ein, St. Pauli, Starbucks. Da könnt ihr alles sammeln. Und ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, tut es auch. Denn Meilen sind wie Geld.
Etihad. Etihad bietet für 2.400 Euro einen Flug an von Amsterdam nach Down Under, natürlich über Abu Dhabi. Die Reise sollte nach dem 10. September 2022 und vor dem 22. Juni 2023 abgeschlossen sein. Ganz, ganz wichtig. Reservierung muss gemacht werden bis zum 22. September. Und ganz wichtig ist auch hier, 16. September, Entschuldigung, ich kann jetzt gar nicht wieder auf 22 kommen. Entschuldigung, ganz nochmal, fangen wir von vorne an. Es ist einfach so, die Reservierung muss gemacht werden nach dem 5. September, also nach heute, und vor dem 16. September, also nicht 2022, nicht 20, ja, also wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Und Buchungsklasse ist Z und der Flug geht von Amsterdam über Abu Dhabi zum Beispiel nach Sydney für 2.400 Euro. Jetzt wollt ihr wissen, Buchungsklasse Z, wie viel Punktmeilen und so weiter bringt es. Das ist natürlich jetzt ein bisschen das Schwierige an der Geschichte, und zwar warum? Weil wenn man sich das ganz genau anguckt, ist es so, dass man ja nur bei Etihad sammeln kann und es gibt 125% für Z-Meilen. Mehr ist da nicht bekannt. Einmal sorry. Und zwar nennt sich die Business Class Value. Genau, Buchungsklasse W und Z sind 130%. So, das haben wir gemacht. Ich habe einen Schluck Wasser genommen, weil ich einen Frosch im Hals hatte. Danke euch, dass ihr bei Frequent Traveler TV heute dabei wart, dass ihr heute zugeschaut habt, dass ihr uns abonniert habt, den Kanal natürlich unterstützt mit dem Abonnierbefehl, der Glocke an, kommentieren, Like und Stammtische. Ihr wisst das ja. Also, danke und bis morgen in Alter und in Frische. Bis dann. Ciao.